Obwohl ich garantiert weiß, dass ich gleich wieder wie Rambo einfach in die Menge stürzen werde, aber egal. Kenntnisse. Es ist äußerst wichtig, über ein breites Praxiswissen zu verfügen. Immerhin erwartet man von den Ventru Führung. Computer zeigt die Fähigkeit ihres Charakters an, Computer und andere Geräte zu bedienen. Computerkenntnisse sind nötig für die Begabung Hacker. Finanzmittel. Die Fähigkeit ihres Charakters, den Marktwert von Gegenständen zu schätzen. Finanzmittel ist nötig für die Begabung Falschen. Nachforschungen. Ein Maß für die Fähigkeit ihres Charakters, kleinste oder versteckte Details zu bemerken. Nachforschung vermessern die Begabung Sinneswahrnehmung. Und Geisteswissen. Die Fähigkeit ihres Charakters, Informationen zu sammeln, zu diskutieren und neue Fertigkeiten zu erlernen. Geisteswissenschaften höhen ihre Begabung Recherche und Überredungskunst. Joa, das hört sich nett an. Finanzmittel uninteressant. Nehmen wir noch Computer und Nachforschung. Jetzt kommen die Disziplinen. Mächtige Vampirfähigkeiten. Jeder Clan spezialisiert sich auf seine individuelle Kombination von Disziplinen. Beherrschung. Die überlegene Stärke des vampirischen Geistes erlaubt es ihrem Charakter, den Geist schwacher Sterblicher und Kainskinder zu kontrollieren. Die Auswirkungen kann man nicht zu ihnen zurückverfolgen und sie riskieren keinen Bruch der Maskerade. So, Stufe 1 ist die Fähigkeit Trance. Aktivierungskosten, ein Blutpunkt, das Ziel sinkt für einen Moment in tiefe Trance. Jede Handlung gegen das Ziel weckt es vorzeitig auf. Stufe 5 ist dann Massenselbstmord. Kostet 4 Blutpunkte und das Ziel und alle anderen in der Nähe erleiden einen tödlichen Zusammenbruch. Hört sich schon mal nicht so schlecht an, möchte ich sagen. Seelenstärke. Seelenstärke bedeutet erstaunliche übernatürliche Konstitution. Ein gewisser Anteil Schaden wird bei jedem Angriff ignoriert, unabhängig von der Ursache. Der Einsatz von Seelenstärke gilt nicht als Bruch der Maskerade. So, auf Stufe 1 hätten wir einen Zusatzpunkt für alle Absorptionsarten, Kosten 1 Blutpunkt pro Aktivierung, Dauer 25 Sekunden. Stufe 5 wäre 5 Zusatzpunkte, huppala, nicht klicken, nervöser Finger. 5 Zusatzpunkte für die Absorptionsarten, Kosten 1 Blutpunkt pro Aktivierung und wieder 25 Sekunden. Wow. Letzte. Präsenz. Die grausige Gegenwart des Vampirs kann seinen Gegnern tödliche Furcht einflößen, reduziert die Effizienz von Gegnern im Kampf. Jede Stufe Präsenz kostet pro Aktivierung 1 Blutpunkt. Der Einsatz von Präsenz gefährdet nicht die Maskerade. Stufe 1, Abzug von 1 auf Körperkraft, Geistesschärfe und Wahrnehmung für Personen in unmittelbarer Nähe. 16 Sekunden. Stufe 5, ein größerer Radius. Opfer sind mit 25% Wahrscheinlichkeit hypnotisiert. Abzug von 5 auf Geschick, Geistesschärfe und Wahrnehmung. Geringe Angriffsrate, 16 Sekunden. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn es irgendwie brutal klingt, bin ich ja für die Beherrschung mit dem Massenselbstmord. Auf 3 hätten wir schon den Selbstmord. Stufe 2, was wir kriegen können, wäre 2 Blutpunkte. Jeder Gegner in einem kleinen Umkreis denkt, sie wären verschwunden. Die Wirkung lässt nach 5 Sekunden nach. Da wir ja eh so auf heimlich machen, können wir dann welche in Trance versetzen und Gehirnwäsche, falls es beides geht, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall können wir danach die Leute Selbstmord machen lassen. Das ist wunderbar. Besessenheit haben wir auch noch. Das Opfer greift verzweifelt jeden an, der ihnen schaden möchte, bis es schließlich an Herzversagen stirbt. Ja, das ist irgendwie brutal, aber finde ich gut. So, dann ab geht er, der Peter. Der Kuss. Die Verwandlung eines Sterblichen in einen Vampir. Ach, wer hätte das gedacht?
Good evening. My fellow kindred, my apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most children are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that... This is bullshit! If Mr. Rodriguez would let me finish. I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening. Your sire, tragic, my apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to if we wish to survive. When someone, anyone breaks these laws, they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There, you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening.